Die katholische Kirche kennt 14 Nothelfer, 14 Heilige, die in Nöten aller Art angerufen werden können. Deutschland kennt von Staats wegen 17 Nothelfer, 16 Länder und eine Bundesregierung, die gerade in der Corona-Krise Not lindern wollen. Aber anders als in der Kirche wird diese staatliche Nothilfe in Geld entrichtet und muss obendrein irgendwie zurückgezahlt werden. Darüber ist jetzt ein ziemlich unfrommer Streit entbrannt. Soli Steuern Schuldenberge, wer zahlt die Corona-Rechnung? Heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Ja, herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio. Dorothea Siems ist bei uns Chefökonomin der Zeitung Die Welt. Professor Sebastian Dulin ist Volkswirt und wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und zugeschaltet aus Erfurt, Heike Taubert, Finanzministerin des Freistaates Thüringen, und aus Köln Michael Hüter, Professor Michael Hüter, Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Frau Taubert, der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralf Brinkhaus, hat ja jetzt am Wochenende und letzte Woche zweimal kritisiert, dass die Bundesländer, also auch Thüringen, immer alles entscheiden wollen, aber dem Bund dann die Rechnung stellen. Haben Sie sich da der Umkehrung des berühmten Sprichwortes schuldig gemacht? Wer zahlt, schafft an. Also es zahlt eben nicht, wer anschafft. Nein, also die Bundesländer tun ihren Teil in der Krise dazu. Viele Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, die können gar nicht beziffert werden. Und was die Kreditaufnahmen betrifft, sind wir auch intensiv dabei. Und ich denke, da hat Herr Brinkhaus etwas verwechselt. Frau Siems, bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Thema. Läuft da gerade ein Nebelkerzenwurfwettbewerb zwischen Bund und Länder? Wer jetzt was in der Corona-Krise macht und möglicherweise für was auch verantwortlich gemacht wird hinten nach? Also es ist sicher richtig, dass jetzt Bund und Länder da was beschlossen haben, was sehr teuer ist. Also der zweite Lockdown, den wir ja noch haben, der verlängert wird. Und die Hilfen, die eben für die besonders betroffenen Branchen. Im Endeffekt für den Steuerzahler ist es relativ egal. Also es wird auf Pump finanziert, also es werden Schulden gemacht. Und er muss ja im Endeffekt für beides gerade stehen. Aber es ist schon so, dass in den Corona-Zeiten jetzt eine ziemliche Schieflage ist. Also der Bund hat ungefähr sich jetzt verpflichtet und zahlt auch im Maße von etwa 400 Milliarden. Das sind Zahlen des Bundesministeriums allerdings für Finanzen. Und die Länder stehen mit 77 Milliarden jetzt im Minus. Also das heißt, der Bund fast 6-mal mehr. Das ist schon gewaltig, weil er eben auch für die ganzen Sozialkassen einstehen muss, die jetzt massiv auch Ausfälle haben. Also ich glaube schon, es muss eine Umschichtung kommen, aber im Endeffekt für die Bürger ist dieser Streit eher nervig. Also ob die Schuldenberge jetzt die Länder auftürmen oder der Bund, sie müssen irgendwann abgetragen werden. Das werden wir auch gleich noch besprechen, Herr Hüter. Zurzeit werden Wirtschaft und Gesellschaft damit Geld regelrecht geflutet. Das hat massive soziale Verwerfungen verhindert. Ist diese Politik augenblicklich alternativlos? Sie ist in dem Augenblick alternativlos gewesen, als der Staat das Schließen von Geschäften und das Einstellen von Geschäftsbetrieb verfügen musste mit Blick auf die Pandemie und damit eine Verantwortung auch für diese aus eigener Schuld in die Situation hineingekommenen Unternehmerinnen und Unternehmer und Beschäftigten und Beschäftigten zu übernehmen hatte. Das hat er im Frühjahr gemacht und das hat er jetzt auch gemacht, Anfang November, mit der ersten sogenannten Novemberhilfe und mit der Dezemberhilfe. Das muss dann manchmal schnell gehen. Das muss dann, weil es schnell gehen muss, einfach sein und transparent. Trotzdem ist bisher noch kein Geld geflossen. Also er muss das tun, denn er ist auch für die Situation verantwortlich. Er muss es natürlich mit laufender Dauer sehr viel genauer tun. Und das ist die eigentliche Diskussion, die wir zu führen haben. Wie kann es denn weitergehen? Aber dass er eine Ausfallentschädigung leistet für das, was die Unternehmen nicht zu verantworten haben, was die Beschäftigten nicht zu verantworten haben, denke ich, ist klar. Herr Dulin, im Moment geht es nicht anders. Aber diese Geldbazooka, um ein nicht besonders sympathisch klingendes Wort von Olaf Scholz, dem Bundesfinanzminister, mal zu benutzen, diese Geldbazooka wird nicht ewig Munition haben. Wird denn die Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft auch mit der Betonung auf Markt
jetzt besonders schwierig werden nach dieser Geldflut? Also erstmal habe ich keine Sorgen, dass der Bazooka, wie Sie das nennen, die Munition ausgehen könnte. Deutschland hat im internationalen Vergleich eigentlich einen relativ niedrigen Schuldenstand. Die Zinsen sind historisch niedrig. Deutschland kriegt sogar noch Geld drauf, wenn es sich für 10 Jahre Geld leiht. Da gibt's eigentlich, muss man sich keine Sorgen machen, dass das, selbst wenn es so weitergeht, im nächsten halben Jahr irgendwie das Geld ausgeht. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns von der Marktwirtschaft verabschiedet haben. Hier werden einfach für bestimmte Eingriffe, für externe Ereignisse wird entschädigt. Das ist vollkommen im Rahmen dessen, was man in einer sozialen Marktwirtschaft tut. Das stützt die Rahmenbedingungen, es verhindert Pleiten von Unternehmen, die eigentlich ein gesundes Geschäftsmodell haben. Und von daher finde ich das völlig richtig. Ganz so, wenn ich mal sagen darf, ist es natürlich nicht, weil es wird nicht jeder gerettet. Also die Novemberhilfe ist das eine und dann hat man die auch so extrem großzügig ausgestattet. Ich meine, da wird eine Grenze genommen, also als Bezugsgröße der Umsatz vom letzten Jahr. Der Umsatz ist aber nicht der Gewinn, sondern der Umsatz ist eigentlich eine Zahl, die relativ unwichtig ist. Wichtig ist ja, ob ein Unternehmer genug zum Überleben hat. Der Umsatz kann sehr hoch sein, beispielsweise wenn teure Vorprodukte eingekauft werden müssen bei einem Restaurant, beim Feinschmecker-Restaurant sind die Zutaten beispielsweise sehr teuer, der Wein sehr teuer. Das fällt ja alles weg, weil das wird jetzt gar nicht gebraucht. Der Umsatz im letzten Jahr hat das aber alles mit drin gehabt. Also das heißt, die Bezugsgröße ist sehr ungenau. Also eigentlich muss man Kosten ersetzen, Fixkosten ersetzen und dann eben noch einen Unternehmergewinn vielleicht obendrauf. Man hat das jetzt so extrem großzügig gestaltet, damit eben Länder wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern mit geringeren Zahlen, als sie in Süddeutschland beispielsweise sind oder in Berlin, da mitmachen, weil deren Gastwirte natürlich eigentlich zu Recht sagen, wir hatten gar kein Risiko hier bei uns großartig, müssen aber trotzdem schließen. Und die hat man im Prinzip gekauft, damit die nicht alle zum Gericht rennen. Aber das kann man so nicht weitermachen. November- und Dezemberhilfen und wie das umstrukturiert werden könnte, reden wir gleich noch drüber. Frau Taubert, Sie haben ja jetzt von Herrn Dulin gehört, Geld ist genug da. Gilt das auch für den Freistaat Thüringen, dass man die Bazooka noch eine Zeit lang in Aktion lassen kann? Wie sieht das in einem Bundesland wie in Ihrem aus? Ja, wir sind ja ähnlich wie Schleswig-Holstein ein Flächenland, ein finanzarmes Flächenland. So zumindest sind wir vom Stabilitätsrat eingestuft. Und da ist das Geld außerordentlich endlich. Unsere Landeshaushaltsordnung hat eine Schuldenbremse. Die heißt, wenn ich dieses Jahr Kredit aufnehme, muss ich das in den kommenden 5 Jahren abzahlen. Und das muss ich auch abzahlen. Und damit beschränkt sich natürlich vieles. Wir haben gespart in den letzten Jahren, haben 2 Milliarden Euro Rücklage gehabt, die haben wir aufgebraucht. Wir nehmen jetzt 1,5 Milliarden Euro Kredit ebenfalls auf. Und insofern ist das sehr endlich. Und wir haben noch eine besondere Situation. Wir sind ja eine Landesregierung ohne Mehrheit im Parlament. Das heißt, wir brauchen den vierten Partner, in dem Fall die CDU. Und die hat damals die Schuldenbremse erlassen. Und natürlich wird deshalb, aber natürlich auch, weil wir selber schon gucken, wo das Geld hinfließt, werden wir gar nicht umhin kommen, nur diesen Kreditrahmen jetzt, den wir haben werden, 2020, 2021 auch ausschöpfen können. Die CDU hat ja im Rahmen einer Tolerierungsvereinbarung, glaube ich, bis zur Neuwahl Ende April ja auch signalisiert, sie trägt das auch alles mit. Sie haben, glaube ich, 700 Millionen Euro, das klingt im Rahmen dieser ganzen Corona-Hilfe eigentlich ziemlich mickrig, 700 Millionen Euro jetzt aufgelegt als Hilfen. Thüringen ist ja besonders betroffen. Die Branchen, die besonders betroffen sind, also Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, das prägt ja auch das Wirtschaftsleben in Thüringen. Kommen Sie mit dem Geld denn überhaupt klar? Nein, es ist ja so, dass wir 1,2 Milliarden Euro Sondervermögen installiert haben. Und wir werden 1,5 Milliarden Euro Kredit aufnehmen, um überhaupt weiterzukommen. Also dieser Stand von 700 Millionen Euro ist ein Zwischenstand, der mittlerweile veraltet ist. Mhm. Gut, also zumindest etwas mehr. Herr Hüther, bevor wir über die Frage noch mal reden, wie es mit den Schulden jetzt weitergeht. Zunächst mal muss ja irgendwann, wenn der Lockdown beendet ist, hoffentlich bald und der Impfstoff wirkt, die Wirtschaft wieder hochgefahren werden. Wenn die in Teilen sozusagen brach liegt, nicht existiert, die Betriebe sind geschlossen, es läuft kein Wirtschaftsleben, ist das an sich schon eine Schwierigkeit, die Wirtschaft wieder hochzufahren? Das geht doch nicht von jetzt auf gleich. Nun ja, wir haben ja die Erfahrung vom zweiten und vom dritten Quartal dieses Jahres und da müssen wir sagen, dass das ja eigentlich gelungen ist.
Denn wenn Sie sich die gesamtwirtschaftlichen Zahlen anschauen, wir hatten im zweiten Quartal -9,5% und wir hatten im dritten Quartal +8,5%. Das heißt, es ist wirklich ein V gewesen und man kann dann sehen, wenn es eine nicht im Ökonomischen verursachte Krise ist, dass, wenn ich die Bremsen wieder löse, dann auch wieder gehandelt wird. Und das in einer Situation, wo wir ja in vielen Bereichen noch Beschränkungen hatten, gerade in internationalen Märkten beispielsweise. Zwar sind die Grenzen geöffnet worden, aber eingedenk der Tatsache ist es außerordentlich beachtlich, wenn man sich anschaut, wer im zweiten Quartal geschrumpft ist und wer im dritten wieder angestiegen ist. Der private Verbrauch, der Konsum ist massiv eingebrochen im zweiten Quartal. Wir konnten nicht einkaufen gehen, die Sparquote in Neigung ist nach oben gegangen und der Export, der Außenbeitrag war negativ, zusätzlich die Investitionen. Im dritten Quartal haben genau die alle wieder gezogen. Der Export ist außerordentlich kräftig mit einem positiven Außenbeitrag und der private Konsum. Nachholeffekte, aber auch die konjunkturpolitischen Maßnahmen und insofern ganz grundsätzlich. Letztlich macht uns das schon natürlich auch Hoffnung, dass wir damit dann umgehen können. Das Problem ist nur, jetzt sind Sektoren geschlossen, die überwiegend keine dicke Kapitaldecke haben, deren Geschäftsmodelle auch nicht besonders renditestark sind. Das wissen wir aus den Gaststätten, aus den Hotels. Das gilt auch für viele im Kulturbereich. Und da ist natürlich schon die Frage, wie kann man die nach vorne hin entwickeln? Deswegen bin ich auch ein bisschen anderer Meinung als Frau Siems. Da darf man in der Situation einer befristeten Hilfe, ich sage ganz bewusst befristet, das ist bis 20. Dezember, dann müssen wir anders denken, auch mal so möglich, zumal diese ja auch in den letzten Monaten nicht wirklich richtig in Gang gekommen sind. Da muss man auch mal die Augen zudrücken. Nach vorne hin geht es freilich so nicht weiter. Gut, werden wir gleich noch mal besprechen, wie das eigentlich am sinnvollsten, was die Wirtschaftshilfen angeht, gehandelt werden soll. Neben den Schulden droht ja noch ein weiterer Dammbruch. Professor Hüther hat das gerade angesprochen, nämlich die Frage, was passiert eigentlich mit den Unternehmen, die eigentlich nicht überlebensfähig sind, die möglicherweise auch schon große Probleme vor der Corona-Krise hatten. Da gibt es diese sogenannten Zombie-Unternehmen, die eigentlich insolvent sind, aber jetzt durch das Insolvenzrecht geschützt. Die mussten bis Oktober gar nicht Insolvenz anmelden. Kommt da möglicherweise noch ein riesen Dammbruch auf uns zu, was diese Insolvenz angeht, die ja nicht nur Unternehmen verschwinden lässt, sondern vor allen Dingen auch Arbeitsplätze. Also ich würde jetzt nicht von einem Dammbruch reden, aber natürlich werden wir mehr Insolvenzzahlen sehen, wenn die Regeln wieder angezogen werden. Das ist ganz normal, dann sind eben einige der Unternehmen, die nicht überlebensfähig waren, die gehen dann in die Insolvenzverfahren rein. Was halt wichtig ist, ist jetzt in dieser Phase zu verhindern, dass Unternehmen, die eigentlich gesund sind vom Geschäftsmodell, auch wenn sie eine schwache Eigenkapitaldecke haben, dass man die am Leben erhält. Und dafür, da stimme ich Herrn Hüther zu, waren die Hilfen eigentlich jetzt gut eingesetzt und sind auch vernünftig und sind vielleicht am Ende sogar für den Staat günstiger, weil wir damit die Arbeitslosigkeit vermeiden. Ich würde gerne noch einen Satz zur Schuldenbremse sagen, denn zu den Schulden der Schuldenbremse. Natürlich muss nach der Schuldenbremse der Kredit schnell getilgt werden. Das hat Frau Taubert erklärt. Aber das ist ja selbst gemacht. Da ist ja keine ökonomische Notwendigkeit hinter, sondern das ist eine Regel, die hat sich die Politik selber gegeben und jetzt muss sie mit diesen Beschränkungen leben. Aber da kann man auch wieder drüber reden, ob das eine sinnvolle Beschränkung war und das auch wieder ändern. Genau, wir hätten es auch so machen können wie Frankreich oder Italien. Dann hätten wir jetzt schon doppelt so viel Schulden, also wenn wir es wie Italien gemacht hätten. Also in der Finanzkrise war es ja so, dass wir auch in die Verschuldung gegangen sind. Wir haben es zurückgeführt, wir haben die Schuldenbremse eingeführt. Deshalb stehen wir jetzt so viel besser da als eben die Staaten im Süden. Also ganz kurz, ich will nur sagen, also so diese Insolvenzwelle, die kommt, das sagen alle. Also die Insolvenzregeln sind ja jetzt seit Anfang des ersten Lockdowns ausgesetzt und die sind bis Ende des Jahres ausgesetzt. Das heißt, im Januar ist dann eigentlich der Tag der Wahrheit. Und es ist ja nicht nur, dass das, was jetzt geschlossen werden musste, betroffen, sondern massiv durch die Verschärfung auch der Einzelhandel. Und das ganze Weihnachtsgeschäft steht unter einem ganz, ganz ungünstigen Stern. Deshalb, die Leute kaufen lieber im Onlinehandel. Und das ist nicht unbedingt dann der gleiche Händler, den sie dann anschreiben oder wo sie das bekommen dann. Und der stationäre Handel, der ist sehr am Kämpfen. Und da ist es natürlich dann schon, dass Arbeitsplätze verloren gehen und dass im Dienstleistungsbereich diese Kurve, die Herr Hüther gezeichnet hat, die ist eben
tatsächlich am Anfang gab, aber die natürlich auch gekauft worden ist mit diesen Hilfen, die ja der Staat gegeben hat und nicht ewig geben kann. Aber das ist trotzdem, es ist ein Ausfall von Umsatz, der da stattgefunden hat im Dienstleistungsgewerbe. Das ist eben gerade diese ganze Reisebranche, Tourismusbranche. Das wird nicht wieder nachgeholt werden können. Das heißt, da hat der Staat jetzt was ausgeglichen, auch mit der Kurzarbeit beispielsweise. Aber das ist natürlich nur ein unter der Decke halten. Also das ist trotzdem wirtschaftlich sehr, sehr angeschlagen in dem Bereich. Und deswegen müssen wir uns schon darauf einstellen, dass da was kommt. Und deshalb finde ich es auch, was Herr Hüther sagte, es kommt man nicht so drauf an, dass man dann in einem Monat mal 10 Milliarden mehr raushaut, unter Umständen Überkompensation. Ich finde, es kommt auf dieses Geld an, weil das werden wir brauchen, um dann wieder aufzubauen was. Gut, wenn einer Finanzministerin möglicherweise die Haare zu Berge stehen, wenn sie hört, mal einfach so 10 Milliarden mehr raushauen. Es geht ja darum, dass diese Dezemberhilfen und Novemberhilfen etwa 30 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Da sollen Firmen gemessen am Umsatz vor genau einem Jahr, also im November 2019, 75% des Umsatzes ersetzt werden. Da sagt man jetzt, könnte man auch 10 Milliarden, also ein Drittel, sparen, wenn man das etwas gezielter machen würde und eben nicht den Umsatz nimmt nur, sondern den Umsatz minus der variablen Kosten, die gar nicht anfallen. Frau Siems hat ja, oder Herr Siems hat ja gerade einige Beispiele aus dem Gastronomiebereich genannt. Muss man da im neuen Jahr, jetzt ist es ja zu spät für die November- und Dezemberhilfen, tatsächlich umsteuern und das gezielter einsetzen, um auch letztendlich die Kassen, die öffentlichen Kassen zu schonen, dass nicht einfach diese Bazooka da sozusagen unfreiwillig weitergeht, indem man auch Verluste von vielen Firmen gerade im touristischen Bereich überkompensiert. Denn im Moment stellen sie sich ja offensichtlich besser, als wenn sie ihre Betriebe aufmachen würden. Ja, das ist richtig. Wir wollen natürlich auch helfen an ganz vielen Stellen. Ich will was zur Insolvenz sagen. Wir haben natürlich auch Firmen schon das Label Insolvenz auf die Stirn getackert, die gar nicht in der Insolvenzphase sind und die bekommen keine Überbrückungshilfen. Das ist nochmal ein Problem, wird man so schnell nicht lösen können. Aber für uns ist wichtig, dass wir auch, was die Corona-Einschränkungen betrifft, und ich denke, da hat die Thüringer Landesregierung mit dem Ministerpräsidenten Ramelow immer darauf hingewiesen, dass es tatsächlich punktgenau ist. Das ist für uns wichtig, weil es genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern ist. Wir haben Punkte, da haben wir wenig Infektion, da könnte man was tun. Und wir haben große Infektionsherde auch in Thüringen, da kann man nichts tun. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass sich die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin auch vor dem 20.12. dann tatsächlich dazu verständigt, wie kann man wieder in eine gewisse Normalität eintauchen. Wie kann man die herstellen? Weil wir müssen ja damit rechnen, dass es noch wesentlich mehr Monate geht. Und wir sehen auch, wenn Menschen zu Hause sind, also wenn wir so einen absoluten Lockdown haben, haben wir zwar gewisse Senkungen der Infektionsraten, aber doch nicht so, wie sich der eine oder andere Virologe oder auch Bundespolitiker mit Hintergrundmedizin das vorstellt. Insofern brauchen wir da meines Erachtens tatsächlich eine kluge Strategie, die wieder auf die Schwierigkeiten, auf die schwierigen Punkte eingehen, aber eben da, wo keine Infektionen sind, auch wieder mehr Gewerbe, Geschäft auch möglich macht. Herr Professor Hüther, es gibt ja eine ganze Reihe von Hilfskonstruktionen, die da jetzt vereinbart worden sind. November, Dezemberhilfen, Überbrückungshilfen, Soforthilfen. Vieles eben vor allen Dingen auch Unternehmen, auch kleinere Unternehmen da über der Wasserkante zu halten. Jetzt mal egal, wie die strukturiert sind und ob das jetzt 10 Milliarden mehr oder weniger sind. Aber dieser Schuldenberg, der sich jetzt auftürmt, ist ja nicht so leicht abzutragen. Die Frage, diese Schuldenbremse, der Bundesfinanzminister schwört ja Stein und Bein, 2022 würde wieder eingeführt. Ist das realistisch? Würde die noch nicht viel länger ausgesetzt bleiben müssen, gerade wenn sich die Wirtschaft nicht so erholt, wie wir das erwarten? Also wenn wir mal den Prognosekonsens nehmen, der für nächstes Jahr 4,5% Anstieg des Bruttoinlandsprodukts für die deutsche Wirtschaft hervorsagt und das auf der Annahme beruht, und das heißt ja täglich wahrscheinlicher, dass wir einen Impfstoff verfügbar haben, dass das im ersten Halbjahr weitgehend auch genutzt wird, und zwar global, nicht nur bei uns, dann gibt es schon eine hohe Plausibilität. Und es gibt ja, ich hatte es eben angedeutet, auch Nachholeffekte im positiven Sinne. Die privaten Haushalte haben mehr gespart, als sie wollten. Da können sie auch dann mehr ausgeben, wenn die Lage wieder stabiler ist und der Export ist ja unter Einschränkungen schon wieder so in Gang gekommen. Also das macht mich jetzt nicht wirklich so sorgenvoll. Ich glaube, dass er im Prinzip das tun kann. Die eigentliche Frage hat aber Sebastian Dulin eben angesprochen. Wie geht man damit um auf die Fristigkeit?
Dass die Corona-Schulden schuldenbremsenkonform sind, ist ja klar. Da gibt es eine Regel für Notfälle und Naturkatastrophen, aber gerade auch Notfälle können solche außerordentlichen Schulden gemacht werden. Die müssen dann aber mit einem Tilgungsplan versehen werden. Und da müssen wir uns jetzt auch nicht so wirklich sorgen. Die Schuldenstandsquote wird nach unserer Einschätzung eher bei 75% als bei 70% liegen, aber dann liegt sie immer noch 5 Prozentpunkte unter der Schuldenstandsquote nach der Finanzkrise, lag sie bei 80 und wir haben es in 10 Jahren geschafft. Wir können uns auch länger Zeit nehmen, denn der große Unterschied, auch darüber hat Bastian Dolin schon gesprochen, zu der Situation vor 10 Jahren ist, dass der Zins eher im Realen bei Null liegt, auch nominal ist da kaum was anderes und wir haben ein normales Wachstum, ein Trendwachstum. Selbst wenn wir nur 1% real haben, ist das höher als der Zinssatz, den wir real zu bedienen haben. Von daher sind wir in einer entspannteren Situation. Das kann man trotzdem ordentlich machen, das kann man auf 20 Jahre tun, diese Tilgung. Aber warum soll das nicht gelingen? Ich finde die etwas panikartige Debatte der letzten Tage recht unverständlich. Auch Vorschläge mit einmaligen Vermögensabgaben oder Lastenausgleich, das ist völlig außerhalb einer realen Beschreibung des Problems. Wir müssen damit umgehen, das können wir auch. Der Bund hat mehr Freiraum als die Länder, das hat Frau Taubert eben beschrieben. Die Länder haben nämlich keinen Verschuldungsspielraum. Der Bund kann eine Annuität machen, die wird er über 20 Jahre abfinanzieren und die Annuität finanziert er aus der strukturellen Finanzierung. Ich habe da überhaupt gar keine Sorgen, dass es gelingen kann. Wir hätten eine ganz andere Debatte haben müssen, wenn wir bei 90 oder bei 100% Schuldenstandsquote wären, verglichen mit den Erfahrungen vor 10 Jahren. Also ein bisschen das Problem vielleicht eindimensionieren. Trotzdem liegen ja die Marterwerkzeuge auf dem Tisch. Es wird jetzt schon von Steuererhöhung gesprochen. Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Ein Vorschlag von Olaf Scholz. Von einem Soli ist die Rede. Wie soll dieser Schuldenberg abgebaut werden? Wir müssen uns ja nach Herrn Hütter keine Sorgen machen. Kommen wir um diese Belastung der Unternehmen, die Belastung auch der einzelnen Bürger herum? Ich glaube, man muss sich klar machen, dass die Tilgung dieser Schulden, dass die den Spielraum einengt, den wir in der öffentlichen Hand haben, den wir im Bundeshaushalt haben. Das wird so auf 15 Milliarden Euro im Jahr laufen. Das ist Geld, das wir nicht für Zukunftsprojekte zur Verfügung haben. Und da muss man sich dann fragen, was macht man damit? Kürzt man irgendwo etwas? Erhöht man irgendwo die Steuern? Aber 15 Milliarden ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist ein bisschen mehr als das, was man jetzt mit dem halben Soli entlastet hat. Also es ist auch keine, selbst wenn man das tun würde, wäre das kein dramatischer Schritt in einen Sozialismus à la Venezuela oder sowas. Das ist durchaus, damit hat die deutsche Wirtschaft die letzten Jahre gut gelebt. Man kann aber natürlich auch überlegen, ob man sich nochmal fragt, warum eigentlich die Schulden zurückzahlen, warum eigentlich tilgen. Wir haben nach der Finanzkrise die Schulden nicht getilgt. Deutschland hat praktisch nichts getilgt seit 2008, 2009. Die Schuldenquote ist deshalb gefallen, weil die deutsche Wirtschaft gewachsen ist und die Schulden konstant geblieben sind. Und das ist auch etwas, was man jetzt problemlos wieder machen könnte. Selbst wenn man jetzt nicht tilgt, sind wir in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts wieder unter den 60%. Das ist absehbar. Und von daher wäre das meine präferierte Lösung, statt jetzt über Steuererhöhungen zu reden oder über Kürzungen zu sagen, wir tilgen einfach die Corona-Schulden nicht, die kommen in ein Schuldenendlager, das lassen wir da liegen, wir zahlen eh keine Zinsen dafür und wir wachsen da raus. Lässt sich denn erwarten, dass die Wirtschaftskraft im restlichen Jahrzehnt so sich steigert, dass dieser Effekt, den Herr Dolin da gerade beschrieben hat, eintritt und wir diesen Schuldenberg eigentlich nicht mit großer Anstrengung abbauen müssen? Also die Idealvorstellung ist es, wäre auch meine Idealvorstellung, rauswachsen, nicht massiv kürzen, weil kürzen ist auch immer wachstumshemmend und schon gar nicht Steuer erhöhen, weil das ist das Schlimmste, was man da eigentlich in einer krisenhaften und auch nach der Krise machen könnte, ja. Weil dann verschreckt man alle eigentlich, die was tun können, um das Ganze wieder zu beleben. Und wachsen allerdings, man muss sagen, bei der Finanzkrise hatten wir einen Effekt, der massiv war, nämlich die sinkenden Zinsen. Diesen Zinssenkungseffekt, der einen enormen Schub gebracht hat, der ja eigentlich sollte der Südeuropa nutzen, deswegen hat die Europäische Zentralbank das vor allem auch gemacht. Er hat aber vor allen Dingen die deutsche Exportwirtschaft nach oben getrieben und auch hier das Wachstum viel stärker forciert. Das werden wir nicht nochmal erleben, weil nochmal einen solchen Zinssenkungseffekt wird es nicht geben, weil die Zinsen sind schon bei Null. Also ich fürchte, ganz so leicht, wie wir es da hatten, wird es diesmal nicht. Zumal wir auch dort in den letzten Jahren einiges gemacht haben, was die Wirtschaft eher belastet. Also sprich mehr Sozialleistungen, inflexibleren Arbeitsmarkt und so weiter. Also all das wird uns jetzt dann in diesen schwierigen Zeiten eher zu schaffen machen. Wir können daran natürlich was drehen,
aber es wird nicht so komfortabel werden. Und wir haben im Moment auch Probleme in der Industrie. Die Industrie hat maßgeblich dazu beigetragen. Wir haben zurzeit große Probleme, weil da auch ein Strukturwandel, ein massiver Strukturwandel ansteht, der auch sehr stark uns beansprucht. Der nicht ursächlich von der Corona-Krise ausgelöst worden ist, sondern der schon vorher war. Ja, also die Autoindustrie war vorher in einer großen Rezession, aber die gesamte Industrie auch schon. Und das wird jetzt noch mal verstärkt. Also die Effekte sind nicht ganz so. Wir haben nicht so viel Rückenwind. Es wird schwieriger. Ich halte das allerdings für nötig, dass man da sich überlegt, wie schaffen wir es trotzdem zu wachsen. Bloß dafür muss man mehr machen, als einfach sagen, wir lassen es so laufen. Frau Taubert, für die SPD... Darf ich da einen Punkt ergänzen dazu? Ganz kurz, ja. Ganz kurz noch ein Punkt, weil Frau Siems hat über die Zinsen gesprochen. Anderer Punkt ist auch ins Auge zu fassen. Wir hatten es auch leichter in der letzten Dekade, weil wir über 4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen konnten zu guten Löhnen. Denn das hat ja die Steuer- und Sozialbeitragseinnahmen bewegt und damit die Überschüsse im Staatshaushalt möglich gemacht. Wir sind bei 80% Erwerbsquote. Der Kampf geht darum, das zu halten. Also müssen wir über Produktivitätsgewinne und wir müssen über Arbeitszeit reden. Mal schauen, Lebensarbeitszeit, auch Jahresarbeitszeit. Wir sind deutlich hinter der Schweiz. Auch hier liegen Potenziale, den Wachstumsspielraum zu erhöhen. Also mein Wunsch ist genau der gleiche wie von Sebastian Dolin und wie Dorothea Siems. Ich glaube nur, wir haben es nicht ganz so einfach, aber wir können das schaffen. Unabhängig davon, die Tilgen kann man sozusagen an der Seite laufen lassen. Gut, es geht um diesen Krisenüberwindungsmodus, ob das ein zweites Mal so abläuft wie in den letzten 10 Jahren. Frau Taubert, Sie gehören der SPD an. Für die ist die Schuldenbremse, ich sag's mal so, nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit. Wenn die jetzt ausgesetzt wird, könnte möglicherweise zum Beispiel in Ihrer Partei auf Landes- wie auf Bundesebene die Diskussion noch mal aufbranden, zu sagen, eigentlich ist das kein gutes Instrument, gerade bei den Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen. Sie sind ja gerade schon angeklungen, Digitalisierung, eine völlige Umkehrung, eine völlig auf dem Kopfstellung bisheriger wirtschaftlicher Strukturen, wirtschaftlicher Workflows, dass man sagt, die Schuldenbremse ist eigentlich eine politische, eine finanzpolitische Entscheidung, die nicht mehr in die Zeit passt. Ja, dann haben Sie hier die falsche von der SPD erwischt. Ich finde schon, dass die Schuldenbremse gerechtfertigt ist. Sie ist ja nicht umsonst gekommen. Und insofern für uns ist auch wichtig, wie in allen Bundesländern, auch der Bund, wir möchten tatsächlich gezielt in bestimmte Projekte investieren, damit Menschen in Arbeit halten und dafür eben nicht Zinsen ausgeben für Kredite, die wir, gut, wir müssen trotzdem ja welche bezahlen. Und deswegen, ich bin durchaus eine Befürworterin dieser Schuldenbremse in dem Rahmen, wie wir sie jetzt auch nutzen können. Und da haben wir auch in unserer Landesregierung natürlich bei Rot-Rot-Grün immer eine Diskussion dazu. Aber die ganz abzuschaffen und zu sagen, wir müssen jetzt ganz massiv investieren. Wir haben das in den kommenden Jahren, gerade die Bundesländer, das ist angesprochen worden, nicht die Möglichkeiten, die der Bund hat. Wir müssen einfach tilgen und das beschränkt uns für die nächsten Jahre mit sinnvollen Projekten. Naja, das, wenn das jetzt Frau Esken und Herr Walter Borjans hört, gut, das ist dann eine innerparteiliche Diskussion in der SPD. Wenn Sie sagen, die Schuldenbremse ist wichtig, dann heißt das ja nach diesem finanziellen Aderlass, den jetzt die Corona-Krise wirklich erfordert hat, müssten Sie in Thüringen, Sie sagen, wir sind ja ein eher finanzschwaches Bundesland, der dann richtig voll auf die Sparbremse treten. So wie man in Berlin das gesagt hat, dass es quietscht. Werden Sie das tun oder werden Sie das tun müssen und ab wann werden Sie das tun müssen und wo? Wir haben das bewusst in diesem Jahr nicht getan. Deswegen müssen wir ja auch unseren Haushalt kreditfinanzieren. Und im kommenden Jahr werden wir natürlich wesentlich weniger Kredit aufnehmen. Nur das, was an Steuerausfällen da ist, das ist unserer besonderen Konstellation geschuldet. Und wir müssen natürlich Projekte abschichten, so wie das der Landtag am Ende dann auch entscheidet. Herr Dolin, wir haben ja jetzt von einer eher positiven Aussicht auf die nächsten Jahre gesprochen, unter der Voraussetzung, dass diese Corona-Krise wirklich überwunden wird und dass die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt, sich stärkt und dann eben die Frage der Schulden nicht mehr die allererste Relevanz hat. Aber es ist ja noch ein bisschen ein ungedeckter Scheck auf die Zukunft. Wir wissen nicht genau, wird das wirklich so funktionieren, wie wir uns das wünschen, dass die Impfung wirkt. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Was passiert eigentlich, wenn es eine dritte oder vierte Pandemiewelle gibt? Ich glaube, eine dritte Welle, nehmen wir mal an, wir kriegen das jetzt in den Griff über Weihnachten und dann gibt es im Februar, März nochmal eine dritte Welle mit ähnlichen Maßnahmen. Auch das würde die deutsche Wirtschaft aus meiner Sicht überstehen können. Solange da die Aussicht ist, dass
die Impfstoffe wirken und irgendwann im nächsten Jahr durchgeimpft ist, da verändern sich halt auch wieder die Erwartungen. Dann fangen die Unternehmen wieder mehr zu investieren. Das sehe ich nicht als so problematisch an. Die Erholung ist, glaube ich, jetzt sehr deutlich angelegt. Und wenn jetzt nicht irgendwas Großes ganz massiv schief geht, dann ist sie verschoben bestenfalls, aber nicht aufgehoben. Zumal wir haben ja nicht nur einen Impfstoff. Wir haben ja 4 Impfstoffe, die sehr vielversprechend sind und in der Pipeline sind. Also von daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass wir im Laufe des nächsten Jahres, wahrscheinlich nicht bis zum Frühjahr und vielleicht auch nicht bis zum Sommer, aber dann doch bis zum Herbst damit durch sind. Und dann glaube ich auch, dass sehr viel wieder zum Normalen zurückkehren wird und auch tatsächlich viel nachgeholt werden wird. Herr Hüther hat das eben schon gesagt. Die Deutschen haben alleine im 2. Quartal des vergangenen Jahres 50 Milliarden Euro mehr aufs Bankkonto gelegt als sonst in einem Frühjahrsquartal. Dieses Jahres. Ich bin schon ein Jahr zu weit. Also im Frühjahrsquartal, als wir den dicken Lockdown hatten, 50 Milliarden. Und das ist viel mehr als in einer anderen Krise. Das ist nicht, weil die Angst vor einem Arbeitsplatz haben in erster Linie, sondern weil sie nicht konsumieren konnten. Und das Geld wird irgendwann ausgegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere, die dieses Jahr die Sommerferien ausfallen gelassen hat, dann nächstes Jahr sowas macht. Oder wir hören das schon von den Herstellern von Haushaltsgeräten zum Beispiel, dass die eine verstärkte Nachfrage haben, weil die Menschen das Geld, was nicht in den Urlaub geflossen ist, jetzt eben für eine neue Küche ausgeben. Jetzt lauern ja überall Gefahren, Herr Hüther. Wir haben gerade schon gesagt, die Digitalisierung wird möglicherweise die Wirtschaft stärken, aber eben den Arbeitsmarkt möglicherweise erheblich belasten, weil viele Arbeitsplätze wegfallen, auch wie wir mit den Schulden umgehen müssen in der Zukunft. Es lauern ja aber noch, was heißt andere Gefahren, aber auch noch andere Positionen, die wir auch bedenken müssen. Wir haben einen sehr starken Sozialstaat mit vielen Transferleistungen. Dazu gehört letztendlich ja auch die Altersversorgung, die gesetzliche Altersversorgung in Deutschland. Hat das Konsequenzen möglicherweise auch zum Beispiel für die gesetzliche Rentenversicherung, wenn dieses Geld, diese Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln, denn ein nicht unerheblicher Anteil unserer Renten, die ausgezahlt werden, werden ja über Steuerzuschüsse finanziert. Bei einer höheren Arbeitslosigkeit fallen ja dann auch noch die Sozialabgaben von Unternehmen und Arbeitnehmern weg. Lauert da eine weitere Gefahr für die Zukunft? Naja, da lauert schon eine demografische Gefahr, die haben Sie angedeutet. Und dann ist die Frage, wie geht man mit möglichen Ausfällen in der Lohnsumme um? Denn das Problem ist ja, man hat den Nachholfaktor ausgesetzt, normalerweise oder durch den Nachholfaktor ja vermieden, dass die Lohnanpassungen, wenn sie schwach sind oder wenn sie sogar rückläufig sind, wie in diesem Jahr, wenn wir eine zum Teil sinkende Lohn- und Gehaltssumme haben, müsste sich das ja eigentlich auch in den Renten niederschlagen. Wir werden aber die Rentner nicht den Mut haben, an dieser Pandemie so zu beteiligen. Insofern ist da schon eine Schieflage in der Rentenversicherung angelegt und wir müssen insgesamt mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit darauf achten, dass die Sozialbeiträge die Summe von 40% nicht nachhaltig überschreiten. Und da ergibt sich dann auch eine Maßnahme, die wieder zurückwirft auf das Thema Arbeitsmarkt, denn er hat es eben angedeutet, wir können nicht nochmal 4 Millionen neue Arbeitsplätze so einfach schaffen. Das ist auch mit Blick auf die Erwerbsquote, die bei 80% liegt, eher völlig unwahrscheinlich. Da gibt es noch ein bisschen Luft, aber halt nicht mal eine vergleichbare Luft. Also reden wir über eine längere Lebensarbeitszeit. Und das ist in einer Gesellschaft des längeren Lebens für mich eine ganz logische Konsequenz, nicht nur mit Blick auf die Sozialversicherung, sondern um die Menschen über Sozialstrukturen, über das Einbinden in wichtige soziale Zusammenhänge auch viel lebensfähiger im langen Alter zu halten, im langen Leben. Und das wirkt dann wiederum zurück auf die Stabilisierung aller demografieabhängiger Sozialversicherungssysteme, nicht nur der Rente, sondern auch natürlich der Pflegeversicherung, denn da ist der laufende Druck. Wir müssen jetzt darauf achten, dass die Systeme relativ schnell wieder in die Normalsystematik gehen. Das heißt also, indem wir von der wirtschaftlichen Entwicklung her auch die Effekte durchlassen und vielleicht mal überlegen, mutig die Rentenversicherung doch etwas zu beteiligen an dem, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Lohnkürzungen in diesem Jahr zum Teil erlebt haben, durch Kurzarbeit oder auch durch steigende Arbeitslosigkeit. Da hat die CDU ja versucht, Mut zu zeigen in den letzten 2 Wochen, der sie aber schon wieder verlassen hat. Die Frage, jetzt sind mit Ausnahme von Frau Taubert, sind alle anderen hier Anwesenden nicht von einem Parlamentsmandat abhängig. Ist das politisch überhaupt durchsetzbar? Gerade in dem Bereich möglicherweise auch, ich nehme jetzt das Wort auf, was Herr Hüther gesagt hat,
auch die Rentenversicherung zu beteiligen? Also die Bundesregierung hat ganz klar die Devise für sich gegeben, bis zur Bundestagswahl wird da gar keiner verschreckt. Also es wird alles auf diesen Termin nächstes Jahr ausgerichtet. Das Kurzarbeitergeld, was so lange gezahlt wird, die Überbrückungshilfen, die werden so lange gezahlt. Und bei den Renten wird nichts gemacht. Also es gab einen jungen Unionspolitiker, der da was vorgelegt hatte. Der ist sofort jetzt wieder zurückgerufen worden. Und also es waren selbst bei den Sozialpolitikern, die sich mit dem Thema auskennen, die wissen natürlich, ein Jahr vor der Bundestagswahl wird nichts unpopulär für die Rentner beschlossen werden, aber es kommt danach, weil es unausweichlich ist. Die 20er Jahre sind geprägt davon, dass immer mehr Leute in Rente gehen. Das sind nämlich die geburtenstarken Jahrgänge und es hat gewaltige Auswirkungen. Und deswegen auch vor diesem Hintergrund, wir brauchen eine Reform, Aufschwungsdebatte, aber die werden wir nicht im Wahlkampfjahr führen. Und deswegen, also bei den Rentnern wird es kommen und es wird noch gerade rechtzeitig dann sein, damit 2021 es eben nicht so läuft, wie es jetzt so aussieht, dass dann wieder auch eine deutliche Rentenerhöhung kommt. Aber das wird man niemals vor der Wahl sagen. Also Sozialleistungen auf den Prüfstand stellen als eine Maßnahme, nicht als einzige, ist das sinnvoll? Muss auch dieser Bereich in Augenschein genommen werden? Ich halte die Diskussion hier für übertrieben. Ich glaube, dass das nicht so notwendig ist, wie das zum Teil dargestellt wird. Zum Beispiel, Michael Hüter hat zwar richtig gesagt, dass wir schon eine recht hohe Erwerbsbeteiligung haben, aber was er nicht erwähnt hat, ist, dass sehr viele, insbesondere Frauen, in Minijobs arbeiten und mit sehr marginaler Teilzeit arbeiten. Und da ist aus meiner Sicht und auch aus den Arbeiten unseres Instituts noch viel Spielraum. Das heißt, wenn man dort die Erwerbsbeteiligung erhöht, kann man die Einnahmebasis verbessern. Und wir haben Rechnungen gemacht, dass wenn man eine ähnliche Erwerbsbeteiligung hätte wie in Schweden, da wäre schon ein sehr großer Teil der Belastung, die durch die demografische Veränderung in den nächsten 10 Jahren kommt, damit abzufangen. Jetzt hören wir ja gerade, es sind viele Menschen in Berufsausbildung, junge Menschen werden aber da nicht übernommen. Also dieses Potenzial von Nachwuchs, auch von Arbeitskräften, vom Neuaufbau von Arbeitsplätzen ist ja eigentlich da. Selbst wenn die demografische Entwicklung ja eher in die andere Richtung geht. Aber im Moment zumindest gibt es diesen Nachwuchs. Also das Problem, dass da junge Menschen nicht übernommen werden, würde ich jetzt als Krisenphänomen erstmal sehen. Weil vor 2 Jahren oder sowas, da haben die Betriebe händeringend Fachkräfte gesucht. Und zumindest besteht die Perspektive, dass das auch in 1,5 Jahren wieder so ist. Also da würde ich mir nicht ganz so viel Sorgen machen. Allerdings ist es schon eine Herausforderung, denn die deutsche Industrie steht auch vor diesen Transformationsherausforderungen der Dekarbonisierung, die ansteht. Also dass wir klimaneutral werden müssen. Und da werden sich bestimmte Arbeitsplätze eben verändern. Da müssen auch Unternehmensstrategien passen und die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Aber wenn das gelingt, dann glaube ich auch, dass die jungen Menschen wieder in dauerhafte Jobs damit kommen und würde mir darum nicht so viel Sorgen machen. Also der Arbeitskräftemangel wird jetzt unabhängig von Corona auf jeden Fall ein großes Problem dieses Jahrzehnts sein und weiter bleiben. Ja, das ist, wie gesagt, es sind ja noch sehr viel Potenzial bei den Frauen, die nicht Vollzeit arbeiten oder die auch sehr weit von einer 2/3 oder 3/4 Stelle wegarbeiten. Und da kann man auch noch sehr viel machen. Und dann kann man auch gucken, inwieweit man mit einer gewissen Einwanderung, Zuwanderung arbeitet. Wenn man da eine Flexibilität zeigt und auch gezielte Programme macht, glaube ich, kann man da sehr viel auch lösen. Frau Taubert, es kommt ja oft ein Unglück selten allein. Es könnte ja noch etwas anderes passieren. Wir haben schon über die Unternehmensinsolvenzen, die drohen, gesprochen, über diese sogenannten Zombie-Unternehmen. Das bedeutet zum Beispiel für die Banken, wenn eine ganze Reihe dieser Unternehmen den Bach runtergehen, dass sie faule Kredite in ihren Bilanzen haben. Das kann die Banken wiederum selbst gefährden. Besteht denn die Gefahr einer Bankenkrise, die dann ja sozusagen eine weitere Rezession zu der schon vorhandenen auslösen würde? Also ich sehe die Gefahr nicht in dem Maße. Wir haben ja vielfach sowohl die Länder als auch der Bund im Wesentlichen auch Bürgschaften gegeben, die dann zu Lasten zunächst erstmal ausgelöst werden müssen. Insofern sehe ich die Krise in der Form nicht so. Viele Banken müssen ja auch vorsorgen, was die Kreditierung betrifft. Also da sehe ich nicht das große Problem. Das Problem, wenn ich mal ganz kurz sagen kann, was aber durchaus da ist, ist, dass die
Banken halt, das ist jedenfalls auch das, was aus der Branche selber kommt, dass sie sagen, wir sind so an den Regeln so nah dran, dann wir können gar nicht, wenn dann der Aufschwung kommt, den Aufschwung finanzieren. Und dazu sind die Banken eigentlich auch nötig. Also dass unter Umständen tatsächlich dann doch wieder in gewisser Maße jedenfalls die Situation von Kreditklemmen kommt, dass das Unternehmen nicht genug an Geld kommen. Also das ist jedenfalls eine Möglichkeit, die ich für wahrscheinlicher auch halte, als dass Banken pleite gehen wegen der Insolvenzen. Herr Hüther, Sie haben da, glaube ich, wenn ich Ihre Körpersprache richtig interpretiere, eine andere Auffassung. Ja, also zum einen ist es so, wenn man sich mal genau anschaut, wo sind denn die Insolvenzgefahren branchenmäßig, dann sind sie ja genau dort, die wir im Augenblick auch im Herbst-Lockdown oder Winter-Lockdown haben. Was sind das für Unternehmen? Wir hatten schon darüber gesprochen, kleinere, engere Kapitaldecke. Wo haben die ihre Bankverbindungen? Na, in der Regel bei Sparkassen und Genossenschaften. Dort haben wir sehr funktionierende Institutssicherungssysteme und auch ein Monitoring. Also das macht mir ehrlich gesagt nicht so eine Sorge. Wir haben einzelne Unternehmen, natürlich auch in größerer Kategorie, eben in der Reisebranche, in der Luftfahrtbranche, bei der wir fragen müssen, wie wir die über diese Situation bringen. Ich meine, eine Lufthansa wird noch mehrere Jahre in einer schwierigen Anpassung sein. Trotzdem wissen wir, als industriebasierte Ökonomie brauchen wir als Standort auch einen Hub, einen Flughafen der Dimension Frankfurts, und dazu gehört auch ein National Carrier. Das werden wir auch irgendwo stabilisieren können. Deswegen ist meine Sorge, ehrlich gesagt, bei den Insolvenzen eher begrenzt. Und die Frage auch mit der Verfügbarkeit von Kapital ändert sich ja nicht. In einer alternden Gesellschaft weltweit ist Kapitalmangel nicht mehr das Dominierende. Wir haben eigentlich Kapitalüberschuss. Woher kommt denn der niedrige Realzins, der Realzins von Null, den wir ja in einem säkularen Prozess jetzt seit geraumer Zeit als Effekt sehen? Der wird nach vorne nicht verschwinden. Das heißt, die Kapitalverfügbarkeit ist nicht die Frage, sondern gute Geschäftsmodelle. Wer schafft die Transformation? Wer kann den Weg finden aus einem beispielsweise Lieferkette in der Automobilindustrie des klassischen Antriebsstrangs hin zu einem anderen? Und was mir da am meisten Sorge macht, ist, dass die Politik einfach nicht konsistent ist, dass wir keine wirklich klugen Regulierungen haben. Und dass wir ständig Veränderungen der Ziele haben. Dann ruft die EU-Kommissionspräsidentin mitten in dieser Krise auf, dann müssen wir es von statt minus 40, minus 55 in 10 Jahren erreichen. Das Parlament sagt minus 60. Ich meine, ich kann mir auch jeden Tag viel wünschen, aber es muss auch gemacht werden. Und wenn Unternehmen keine stabile Erwartungsbildung haben, dann werden sie auch nicht investieren nach der Krise. Insofern ist meine Sorge eher das Investitionsverhalten der Unternehmen nach der Krise, wie schnell die wieder eine Perspektive gewinnen, dann auch im Strukturwandel entsprechend handeln zu können. Und da reden wir nicht mehr über Corona, also reden wir über die Verunsicherung, die wir schon vorab gesehen haben. Frau Siems hatte vorhin darauf hingewiesen, wir haben seit 2 Jahren ja eine Rezession in der Industrie, die ist öffentlich gar nicht angemessen wahrgenommen worden, die aber genau diese Probleme deutlich macht. Bei all den Defiziten und Minuszahlen, die wir in der letzten Zeit haben, ganz große Zuwächse gibt es gerade bei der Börse. Wir haben einen regelrechten Börsenhype. Letzte Woche Zuwachs im DAX von 15%, entspricht auch anderen Zuwächsen an internationalen Börsen. Ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Na, das ist erstmal ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass die Anleger auch wieder Vertrauen gewinnen, dass die davon ausgehen, dass der Impfstoff jetzt schnell kommt und auch ausgerollt wird. Natürlich muss man aufpassen, wenn es zu schnell nach oben geht, dass da keine Blase entsteht, die dann irgendwann wieder platzt. In Deutschland sehe ich das im Moment noch nicht so. Bei den internationalen Aktienmärkten könnte man sich da schon manchmal Fragen stellen. Ja, aber ehrlich gesagt ist das doch eher eine Übertreibung. Ich meine, die hohen Stände an der Börse haben wir gesehen vor dem Impfstoff. Also, dass wir wirklich die schwere Krise haben und trotzdem die Börsen durch die Decke gehen, die Börsenkurse, ist ähnlich wie bei den Immobilienkursen natürlich schon auch der Situation geschuldet, dass die EZB Liquidität in den Markt pumpt und eben gesagt hat, also in dieser Krise auch das Programm, eben Anleihen, Schuldtitel aufzukaufen, wird nochmal vergrößert. Also so, ich glaube schon, dass da Übertreibungen sind. Die mögen zurzeit niemandem wehtun, aber ob das jetzt schon ein Zeichen ist, dass wirklich geglaubt wird, dass wir im besten Wirtschaftsstand sind, den wir jemals hatten. Also das ist, finde ich, nicht real mehr. Und die Kreditklemme ist nämlich schon so, dass immerhin 20% von Mittelständlern sagen, sie kommen eben nicht an Geld, weil das Geld geht genau an die Börse, weil man da zurzeit sehr viel schneller Gewinne macht. Also das sind schon Entwicklungen, Politik sich da etwas mehr, dass das Geld richtig, also für Investitionen eingesetzt werden, muss die Politik da stärker eingreifen, möglicherweise regulieren? Also das, ich
weiß jetzt nicht, wie man das regulieren soll, ne? Weil auf der einen Seite wollen wir die soziale Marktwirtschaft, auf der anderen Seite soll der Staat das regulieren. Für uns ist wichtig, als kleines Bundesland, dass wir gezielt Investitionen auch weiterhin in Thüringen machen können, damit Arbeitsplätze gesichert werden. Und diesen Wandel in der Wirtschaft, den wollen wir natürlich auch begleiten, auch mit Investitionen. Und ich glaube, das ist der bessere Weg, als wenn wir jetzt irgendwas anderes regulieren. Gut, dann sind wir hier jetzt erstmal am Ende und beobachten das alles weiter, was mit Corona und umliegenden Dörfern passiert. Ich bedanke mich bei der thüringischen Finanzministerin Taubert, bei Professor Michael Hüther, bei Dorothea Siems hier im Studio und bei Sebastian Dulin. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde das Thema Abgang auf Raten, wie Trump sein Amt verlässt. Da gibt es ja jeden Tag etwas Neues zu berichten. Und jetzt folgt Phoenix der Tag mit Sarah Bildau. Ein Thema ist eine Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs. Allerdings ging es dieses Mal und heute nicht um Corona, jedenfalls nicht in erster Linie. Bleiben Sie bei uns.